Ahoi Leute, willkommen zurück zu Let's Play Spellforce. Wir sind hier im ersten Level noch unterwegs, haben unsere Armee gesammelt und kämpfen wir nicht. Die anderen Leute, die gerade am Trade haben, kommen gerade noch nach. Aber wir kämpfen hier schon mal weiter. Gut, die Cutscene hätte ich in den Rest Part bringen können, hätte ich gewusst, dass eine kommt. Orks, sie brennen alles nieder! Wo sind die Wachen? Helfen uns bei der Verteidigung, schnell! Oder wir sind verloren! Junge, mein Armee rennt schon weiter. Bereit. Und los! Ja, also ich versuche jetzt die Parts zwischen Vorwärts. 20 und 25 Minuten zu halten, je nachdem wie es gerade so passt. Folgt mir! Sofort! Kranker Einsiedler, was willst du denn? Auf meine Zeichen! Keine Ahnung, was ich mit dem anfangen soll. Sofort! Erwarte Befehle. Warum ist der eine eigentlich da vorne und die anderen nicht? Oh nee. Auf mein Zeichen. Vorwärts. Zum Angriff. Oh ja, gut, die sterben ja gerade alle. Ja, zum Angriff. Standhaft, bleiben standhaft. Erstmal die Heiler töten. Sofort, für den Orden. Denn Heiler sind schlecht, denn sie heilen die anderen, die wir totschlagen wollen. Tombard, Junge. Questbuch, so. Ich weiß gar nicht, was mein Questbuch, was ich überhaupt machen soll. Na gut, das kriege ich auch ohne Questbuch. Mir nach. Jo, das hast du halt, geh weiter, okay. Sofort. Schnell! Sofort! Da oben ist eine Patrouille oder und so. Und los! Haben wir eine Kiste oder so, die ich noch klauen kann? Das ist ja cool. Das finde ich wirklich lustig. Schönes Gebilde. Also auf die Schnelle sehe ich hier jetzt nichts. Ich weiß nicht, ob es irgendwie relevant ist, wenn man irgendwas verliert oder Vorwärts. Nicht. Und dann müssen wir hier lang gehen und die da oben wegklatschen. Wie gesagt, machen wir den Kisten sind Kisten. Erwarte euer Kommando. Ja, bin unterwegs. Hin. Oh, ist schon wieder gestorben. Nope. Dann setzen wir den Punkt mal hier hinten hin. Moment mal, der hat eine Quest für mich. Ja, wir gehen jetzt sowieso nochmal zurück. Auf oh, warte, ihr sollt weitergehen, ihr sollt sofort kämpfen. Sofort! Und Heider haben wir nicht, dann aber den ersten wegklatschen. Auf meinen Befehl! Oh nein, wie erstand der Assi? Verstärkt die Verteidigung! Verstärkt die Verteidigung, ja, wie denn? Okay, dann geht ihr schon mal hier hinten hin. Und du holst noch schnell die Kiste und dann musst du noch mal zurückgehen. Und gebt ihr das wart unterwegs. Hier. Was haben wir hier Schönes? Inventar. Mana Ring. Stufe 3, okay. Das heißt, den können wir behalten. Charisma macht mehr Verteidigung, glaube ich, weil es eine höhere Rüstungsklasse hat. Aber da heißt man Intelligentkeit halt besser. Das heißt, ich brauche das nicht. Obwohl, ne. Wenn, dann will ich den Scheiß verkaufen. Keine Ahnung, wie ich das mit Tabul sortieren soll. Keine Ahnung. Okay. Dann geht der nochmal hier zurück nach da. Eigentlich brauche ich mich auch gar nicht. Bin unterwegs. Oder? Ich meine, das Einzige, was ich mache, ist einen etwas stärkeren Angriff. Und ich glaube, so relevant ist der auch nicht. Und dann mache ich erstmal das hier da drauf. Einsatzbereit. Und das packe ich alles hier klar. Drauf.
Dann habe ich Befehl links verstanden. Mit mir und rechts ist mein anderer. Alles klar. Viel zu laute Wölfe. Bin unterwegs. Also wie gesagt, das Spiel habe ich schon leiser gemacht, aber ich glaube, das Moor ist viel zu laut. Ist hier noch einer? Ne, das ist ein Bauer. Ich bin kein Freund von Mikromanagement, da wäre ich mal sauer. Danke. Ohne euch hätte es finster für uns ausgesehen. Die Wachleute können was erleben, diese Saufköpfe. Nehmt dies als Entlohnung. Und bitte entschuldigt die anderen. Die Leute haben etwas Angst vor euch. Ihr seid ein Runenkrieger, nicht wahr? Ja, das bin ich. Auf dem Weg nach Graufurt. Oh, bis Graufurt ist es nicht mehr weit. Folgt einfach dem Weg den Berg hinauf. Gute Reise. Jo, danke. Noch jemand eine Quest für mich eigentlich? Du vielleicht? Wir haben Erfahrungsmodellen. Du hast anscheinend keine. Okay. Gebt das Zeichen. Bin unterwegs. Gebiet sichern. Ist das hier schon Graufurt? Sieht so aus. Bin unterwegs. Guck ich mir jetzt noch ein bisschen um. So mal mit den Leuten so sprechen. Ich glaube, wenn die nichts haben, dann könnt ihr nicht ansprechen, oder? Anscheinend nicht. Und da der auch nichts hat, vergessen wir es einfach. Ich finde komisch, dass hier einfach der Einzige da so steht. Das kommt mir so vor, als wäre es eine Quest oder so. Ja, keine Ahnung. Ihr müsst jetzt hier hin. Dann erwarte euer Mann. Dann. Da ist ein Händler, da können wir unseren ganzen Mist verkaufen. Hoffe ich. Gebiet sichern. Ich weiß ja nicht, ob das relevant ist, um was zu behalten, wenn ich die Helden nicht habe dafür. Und ich weiß ja nicht, ob die dauerhaft bleiben. Alles klar. Beim Tutorial hatten wir diese Heilerin und den Augen offen Schurkenschützen halten. Oder so. Marschbefehl. Gebiet sichern. Und da weiß ich halt nicht, ob es sich lohnt, jetzt zum Beispiel die Samtruppe, keine Ahnung, ein Händler-Typen oder so, die brauchen ja Charisma. Marschbefehl. Ob es sich lohnt, die auch zu behalten oder ob ich einfach wegschmeißen soll. Okay, hier haben wir schon mal eine Quest-Person. Alles klar. Bürgerin von Graufurt hat aber ganz schön teure Rüstung dafür an. So, wo bin ich? Da bin ich. Dann gucken wir mal zu dem Händler zuerst. Oh, noch ein paar Minuten. Eigentlich wollte ich schon ein Part mehr aufgenommen haben, aber jetzt kamen mir die Aufnahmeprobleme bei dem ersten Part dieser Session, also bei Part 4 zuvor, deshalb werde ich nicht so viel aufnehmen müssen, aufnehmen können. Was war mit dem Ring? Wieso habe ich den weggelegt? Oh, weg mit dem Mist. Was habe ich? Ich muss jetzt mal gucken, ob ich den überhaupt brauche. Intelligenz plus 4, Intelligenz plus 2. Okay, dafür will ich einen behalten. Das heißt, der kann aber weg eigentlich. Wo ich den ja behalten will. Dann brauche ich den auch nicht. Rüstungsklasse. Okay, der hätte eine Rüstungsklasse mehr, aber der bringt nur 2 Intelligenz. Der bringt hier 4. Okay, das will ich dann nicht mehr haben. Zweihändig. Für Kampf mache ich den, weil der ist einhändig. Das heißt, ich pack dann den weg. Zwei Hände sind sowieso doof. Den Schild. Schwierige Kriegskunst bräuchte ich. Ne, danke. Und hier. Ach, hier. Leichte Rüstung. Leichte Kriegskunst, leichte Rüstung 1 bräuchte ich. Ja, komm, können wir alles verkaufen eigentlich. Verkaufen. Ich weiß nicht, ob es bei irgendwelchen anderen Händlern andere Preise gibt, aber wird wohl nicht so dramatisch sein. Ist irgendwas Interessantes für mich? Ich denke mal nicht. Hier ist noch ein Händler. Das sind ja ganz schön schmale Häuser, ne? Kann man 3 Personen nebeneinander stellen, das war's dann schon. Okay, du hast anscheinend schwere Rüstung. Mir sowieso nicht leisten. Und du hast
Schwere Waffen. Was heißt schwere Waffen? Allgemeinwaffen? Okay. Die sind auf jeden Fall schon alle raus. Dann spreche ich nochmal mit dem, weil ich dann kann ich gucken, ob sich das lohnt nochmal, irgendwas zu kaufen. Weil hier kann ich mir nichts leisten. Da konnte ich mir, glaube ich, sogar was leisten. Einsatzgebiet bereit. Sichern. Ja, hier ist ein Tor. Marschbefehl. Ich glaube, wenn wir mit unserem Charakter was erkunden, dann ist das auch. Das sind erstmal Sachen, die wir verkauft haben. Nee, das hier nicht. Oh, das ist aber nicht schlecht. Ein Silber. Du musst jetzt mal. Meine Stats kann ich nicht nebenbei angucken, oder? Nein, schade. Hier, Lehrlingsrohr. Okay, die habe ich schon. 5 Intelligentkeit. Den habe ich. Der ist. Lemurenauge. What the fuck? Das ist ein fucking Ring. Nee, okay, der hat keine relevanten Sachen. Ja, was wollte ich sagen? Ich glaube, mit meinem Charakter kann ich. Gott, gibt es hier fucking viele Händler. Mehr erkunden, weil ich glaube, als mit der Armee reingegangen und die unten lang gelaufen bin, wo nichts erkundet ist, bin ich hier nur in den Ort reingegangen und habe mehr erkundet. Okay, Armee ist hier irgendwo. Da oben. Bin unterwegs. Da ist ein Questgeber. Also einer hat eine Quest, glaube ich, und der andere was zu sagen. Ich weiß noch nicht mehr, was das ist. Marschbefehl. Okay, da sind drei. Das blaue, das scheint mein Hauptquest zu sein. Vor allem, weil der so aussieht. So, wo bin ich? Also die Frame bricht halt ganz schön ein. Ich hab keine Ahnung wieso. Dieses Hintergrundgeräusch, was jetzt kommt, ist passiert, es wird einfach so ein Lüfter von einem PC laufen im Hintergrund. Okay, du hast Schwerter, die viel zu teuer sind. Du hast Hosen und Rüstung, die viel zu teuer sind. Du hast Bücher, oh. Die viel zu teuer sind. Ne, ein paar Sachen können wir. Zwei Silber, das könnte ich kaufen. Was bist du denn? Mentalmagie. Mentalmagie. Okay, du hast Mentalmagie anscheinend. Was ich nicht habe. Du hast Elementarmagie. Okay. Du wirst irgendwas mit Schwertern haben, denke ich mal. Du hast Schwarzmagie, okay. Hier, Nekromantie. Schau das Letter ab, das will ich haben, das ist cool. Hier, das habe ich. Schmerzstufe 1 habe ich. Okay, da muss ich aber nur das skillen. Was gibt es noch für Skills? Aura der Trägheit, Aura der Schwäche und Skelettbeschwören. Noch nicht Skelettbeschwören, das ist das andere. Du hast. Okay. Orkarbeiter und Trollarbeiter. Okay. Knüppel. Wirkenstab. Geschwindigkeit 100%, okay. Roban. Hier, du hast komische Stöcke. Und Heilung. Die Framework könnte echt besser sein. Oh Gott, gibt es viele Händler hier? Ich weiß nicht, was ich damit alles anfangen soll. Ach Gott. Über die Stadt zu scrollen tut echt den Augen weh. Also für euch sieht das, glaube ich, gar nicht so schlimm. Oh, das könnte vielleicht ein bisschen ruhig sein, aber ich habe hier 16 bis 27 FPS. Guck, mein Rechner ist ja nicht gerade langsam. Wahrscheinlich irgendwelche Lichteffekte, die nicht programmiert sind. Alles klar. Befehl verstanden. Sicher, dass du den Befehl verstanden hast? Ich denke mal, hier geht's noch weiter. Und. Alles.
Alles klar. Ihr seht ja echt nicht so viel, ne? Befehl verstanden. Auf, ihr Krieger! Nie verzeiht! Oh, wen haben wir denn hier? Ist ein Goblin? Verzeiht ihr, ihr habt nicht zufällig etwas guten Schnaps aus meiner Heimat? Gerade nicht, sorry. Das Gesamt hier taugt nichts. Ja, die genug. Denkt ihr nicht, dass ihr genug habt? Mehr Schnaps aus meiner Heimat. Questbuch. Zwergendienste. Besorgt Zwergeschoss für Hinrik. Okay. Okay, sind wir mal ein Tor. Gebiet sichern. Nee, nur mich. Warte mal. Oh Gott, leck der Mist. Und hier oben war noch jemand. Seno, der Zahnbrecher. Nee. Das ist nichts davon. Okay, es könnte vielleicht sein, dass er das Quarz haben will, aber. Ja. Ich denke nicht, dass ich jeden. Gib das Zeichen unterwegs. Händler abklappern muss jetzt. Ich glaube, einmal reicht's, wenn ich das gezeigt habe. Ein Kunde, willkommen. Sperrt euren Mund auf und zeigt mir euer Gebiss. Da liegt doch sicher einiges im Magen. Spürt ihr nicht dieses Zehen? Nee, eigentlich nicht. Bei mir gibt es nichts zu holen. Meine Zähne sind in Ordnung. Danke. Ich steche auch den Stahl. Euer Blick sieht mir ein wenig trübe aus. Nein, nochmals danke. Nun ja, früher oder später werdet ihr schon noch angekrochen kommen. Wartet nicht, bis es zu spät ist. Sonst ist es am Ende euer Tod. Ich bin schon so oft gestorben. Wie meint ihr? Ah, wartet. Ihr seid ein Runenkrieger, nicht wahr? Ja, das bin ich. Ihr könntet mir vielleicht einen Gefallen tun. Als ich das letzte Mal in Lianon war, stahl mir eine Bande Goblins einen Satz meiner teuersten Zangen und Pinzetten, falls ihr sie finden solltet. Ich finde die Vorstellung von Goblins, die sich gegenseitig ihre Zähne ausreißen, durchaus interessant. Aber ich werde meine Augen offen halten. Okay, beenden. Okay, und das letzte wäre dann, die haben ja gar keine Quest haben, oder? Okay, manchmal wäre es aber cool, wenn man das einfach so stehen lassen kann. Hier die Drehung von der Kamera, die dreht sich immer selbst zurück. Oh Gott. Ist das eine schlechte Performance in dieser Stadt? Wohl, dass das Spiel gerade nicht abstürzt. Dann gehen wir mal zu dem hier. Da gibt's Bären. Oh, das ist eine Quest. Ich weiß nicht, wieso der eine Ausrufezeichen hat und der andere Fragezeichen. Wo ist der Unterschied? Bin unterwegs! Sartarius? Der bin ich. Und ihr müsst der Runenkrieger sein, den Rohn erweckt hat. Rohn befindet sich in großer Gefahr. Ich muss ihn sprechen. Er brach in Richtung Windlangpass auf, zusammen mit seiner Leibwache. Die wird ihm nicht genügen. Ein anderer Magier des Zirkels ist hier. Er trat uns in den Bergen entgegen. Euer Bote war ein Verräter. Er führte mich geradewegs zu ihm. Ein anderer Zirkelmagier? Ihr Götter, wer? Eine dunkle Kapuze verbarg sein Gesicht. Und der Verräter? Tot. Der dunkle Zirkelmagier gab ihm diese Schatulle für die Anführer der Schwarzen Faust. Die Schwarze Faust? Unmöglich. Das würde bedeuten... Zu den Waffen! Zu den Waffen! Höhlenorks! Sie kommen vom Schattenpass her! Orks? Sie müssen euch aus den Bergen gefolgt sein. Rasch!
Der Orden muss sich an der Verteidigung beteiligen. Das Stadtgesetz verlangt unser Eingreifen. Übernehmt das Kommando über diese Ritter. Zu eurem Befehl. Folgt dem Soldaten zum Tor. Kehrt zu mir zurück, wenn der Angriff abgewehrt ist. Viel Glück. Ja. Folgt mir. Haltet sie! Was? Oh, seid gegrüßt. Entschuldigt, ich bin sehr beschäftigt. Ihr seht mir eher verängstigt aus. Was? Nein. Kann ich euch helfen? Was? Ja, und ja, ich... Ja, komm, ich überspringe das, will den Kampf eigentlich machen. Schnell! Wo sind die anderen Spastis? Junge, ihr sollt mitkommen. Folgt mir! Vorwärts! Kämpft, Männer! Sofort! Schnell! Das habe ich übersprungen. Einsatzbereit. Was er macht. Alles klar. Befehl verstanden. Auf mein Kommando. Ja, vorwärts. Sind auf Feinde gestoßen. Ich bin stumpf aufgestiegen. Ach ja, ich wollte eine Chromatina machen. Ja, okay. Mir ist halt Skill gekommen. Weisheit noch rein. Charisma noch rein. Ja, Weisheit kommt. Und los! Mir nach! Und los! Haben wir was Neues im Questbuch stehen? Das Zauberwerk. Finde ich die Augenkläser. Das haben wir schon gemacht. Schnell! Gut. Ich fände es ein bisschen komisch, dass hier jetzt einfach alles fertig ist praktisch. Ich meine, wie viel ich einfach schon hab. Meine Armee kann ich weiter vergrößern, weil ich keine Tiere sind oder was? Nee, egal. Erwarte Befehle. Dann gehen wir das nur ab. Habt ihr die Augengläser gefunden? Ja, habe ich hier. Diese Augengläser fand ich bei einem Dieb in den Bergen. Aonirs Gnade, das sind sie. Jetzt kann ich endlich... Nein, kann ich nicht. Ich vergaß. Was? Ich habe letzte Woche den magischen Federkiel des Meisters zerbrochen. Und vor lauter Aufregung hatte ich vergessen, dass ich noch Ersatz besorgen muss. In Graufurt gibt es genügend Händler, denke ich. Nein, nein. Solche Federkiele sind äußerst selten. Sie wurden nur vom Zirkel selbst und der Talindischen Gilde gefertigt. Kein Händler hier führt so etwas, glaubt mir. Es ist zum Verzweifeln. Ich weiß zwar nicht, ob ich auf meinen Reisen viel mit Federkielen zu tun bekomme, aber ich werde euch im Gedächtnis behalten. Ja, bitte tut das, Krieger. Sollte euch ein ungewöhnlicher Federkiel unterkommen, dann bringt ihn zu mir. Vielleicht habt ihr ja Glück. Okay. Rede ich noch mit dem hier? Gute Arbeit, Freund. Nun lasst uns überlegen, was weiter zu tun ist. Jemand muss Rowan folgen und ihn warnen. Ei. Und ich glaube, ich weiß auch schon wer. Aber zeigt mir zunächst die Schatulle, von der ihr erzählt habt. Warum? Hier. Der dunkle Magier gab sie dem Boten. Sie enthält die Pläne für einen Angriff. Lasst sehen. Sie ist mit einem magischen Siegel verschlossen. Wenn ihr das Losungswort nicht kennt, wird sie sich nicht öffnen. Kann sie mit einem Zauber aufgebrochen werden? Ja. Jedoch dieses Siegel wurde von einem Zirkelmagier erstellt. Und nur ein Zirkelmagier kann es brechen. Dann muss ich die Schatulle zu Rowan bringen. Ei, seht dies als eure erste Aufgabe als Kämpfer des Ordens. Welchen Weg wird Rowan einschlagen? Er wird wohl zuerst Darius, den Kartografen in Lianon, aufsuchen. Darius hat schon lange von einer Bedrohung jenseits des Passes gesprochen. Dieses Schreiben wird euch das Tor nach Lianon öffnen. Und diese Rune hier mag euch ebenfalls nützlich sein. Fragt Darius nach Rowans Verbleib. Sucht Rowan und warnt ihn. Wenn der dunkle Magier ihn zuerst findet, dann mögen die Götter uns gnädig sein. Was ist die schwarze Faust? Was ist die schwarze Faust? Die Schwarze Faust ist eine Bande von Söldnern und Plünderern unter der Führung eines Kriegsveteranen namens Brannigan.
Bislang waren sie nur eine Bande von Räubern, ein Ärgernis, nichts weiter. Doch seit einigen Wochen gehen beunruhigende Berichte ein. Man erzählt von ganzen Heerscharen, die sich unter ihrem Banner sammeln. Ausgestattet mit besseren Waffen, stärkeren Rüstungen und neuen Befehlshabern. Irgendjemand unterstützt sie. Jemand mit viel Geld und Einfluss. Wie komme ich nach Lianon? Wie komme ich nach Lianon? Begebt euch zum nordöstlichen Ende der Stadt. Dort findet ihr ein Tor, das von Soldaten des Hauses Leonida bewacht wird. Gebt den Soldaten mein Schreiben. Sie werden das Tor für euch öffnen. Dahinter findet ihr das Portal nach Lianon. Was sind das, Was sind das für Portale? Die Portale sind magische Verbindungen zwischen den Inseln. Sie sind der einzige Weg, um von Land zu reisen und die gewaltigen Entfernungen dazwischen zu überwinden. Woher kommen sie? Rohan hat sie gefertigt. Wir wissen nicht viel über sie, nur dass er 6 Jahre fort war und sie in allen Ländern errichtet hat. Ja, ganz schön Stück Arbeit, ne? Dabei machte er keinen Unterschied zwischen den Völkern des Lichts und der Finsternis. Ebenso wenig wie zwischen Völkern und Kreaturen. Sein Wunsch war es, dass diese Welt wieder eins werde. Deshalb benötigen wir die Torfesten. Was ist das Haus Leonida? Was ist das Haus Leonida? Ich weiß nicht, ob es so Leonida ist eines der 5 großen Fürstenhäuser Nordthanders. Es kontrollierte einst die grünen Lande nördlich von hier bis zur Küste Fiaras. Nun beherrschen sie nur noch die Insel Lianon und sind das kleinste der noch existierenden Häuser. Die anderen Häuser sind Utran, Halit, Wulfgar, denen diese Stadt hier gehört, und Iskander, das allerdings ausgelöscht wurde. Oh nein. Wofür steht der Orden des Erwachens? Wofür steht der Orden des Erwachens? Der Orden steht für den Neubeginn, den Aufbruch in eine neue Zeit. Rohan selbst hat ihn ins Leben gerufen, um ihm beim Ordnen der neuen Welt zu helfen. Wir sind Beschützer, Lehrer und Baumeister. Unsere Aufgabe ist es, den neuen Reichen zu helfen. Selbst die dunklen Völker erkennen uns an. Doch es gibt viele in unserer Mitte, die nach mehr streben, nach Ruhm, nach Macht. Doch Rohan wird die Geheimnisse seiner Magie nie preisgeben. Er hat erlebt, wozu sie imstande ist. Dennoch keimen Zwist und Neid unter den Ordensbrüdern. Ihr solltet euch davon allerdings nicht beirren lassen. Konzentriert euch nur auf eure Aufgaben. Beenden. Okay, ich denke mal, das heißt, wir werden hier nochmal zurückkommen. Und ich will eigentlich nochmal gucken, was passiert, wenn ich hier durch das Portal gehe. Ob ich meine Leute mitnehme oder nicht. Scheiß auf die paar Minuten, bis über 10. Ich glaube, sowieso schwer, so ein Spiel anzupassen, dass es halt passt. Bin unterwegs. Stufe 3. Ach, du bist das hier. Leonida Ritter. Lianon ist Kriegsgebiet. Ja, hier. Zack. Ich habe ein Schreiben. Zeigt her. Bereit. Folgt mir. So, wie ist dieses Feature mit Realtime-Strategy ein bisschen nutzlos, oder? Wir können auch Steuern holen. Ja, ich möchte dieses Portal betreten. Und wir haben fast eine Stunde verbraucht für ein Gebiet. Okay, da gehe ich nur allein durch. Nee, Spiel nicht beenden. Obwohl doch eigentlich auch schon, aber ich speichere erst nochmal. 01 Lianon. Achso, ich habe das 01 Greyfall genannt. Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat es gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.